Hallo, herzlich willkommen. Ich muss immer noch durchatmen. Wir haben gerade Solgrin besiegt, den letzten und schwersten Boss in I Wanna Be The Boshi. Abgesehen von eventuell dem Secret-Boss, den ich noch nie im Leben besiegt habe und das ehrlich gesagt auch nicht vorhabe. Wir sind jetzt gerade im Price Room und ich habe jetzt hier ein extra Fenster. Da steht geschrieben, Online Play. You have played online in this save file. No score can be submitted to the leaderboards. Denn es gab früher, wenn du das Spiel damals durchgespielt hast, gab es die Möglichkeit, auf der Solgrin-Webseite praktisch ein Leaderboard zu haben. Ne? Und wenn du es durchspielst, dann wirst du im Leaderboard automatisch eingetragen und kannst dann auf die Webseite gehen und schauen, wie gut du abgeschnitten hast. Ich glaube, es wurde nach Zeit und nach Toten bemessen. Fand ich sehr cool. Es gab leider damals schon sehr viele Leute, die irgendwie gecheatet haben. Und eigentlich so die Leute auf dem ersten Platz waren alle irgendwie Spielzeit 0 Sekunden und 0 Tode natürlich. Naja, trotzdem finde ich sehr cooles und ambitious Feature. Okay, wo sind wir hier? Im Preisraum. Hier sehen wir alle Items, die wir im Spiel gefunden haben. Und man sieht, wir haben alle Items im Spiel gefunden. Die Soße, den Lautsprecher, Rupee Geist und so weiter. Und wir haben auch hier alle Musik-CDs, die man im Spiel freischalten konnte. Und bekommen jetzt noch einen extra Preis in dieser Preisschatzkiste fürs Durchspielen des Spiels. Mal sehen, was sich darin verbirgt. Und es ist Solgrin himself. Ja, wir können jetzt Solgrin spielen. Er spielt sich genau wie Boshi und wie die meisten anderen Charaktere. Hat keinen extra Quirk. Aber es geht noch weiter. Hier im zweiten Raum vom Preisraum dürfen wir nur hindurch, wenn wir alle Items gefunden haben. Und das haben wir. Deswegen kriegen wir noch einen extra Preis, weil wir können jetzt hier hochklettern und uns Folgendes abholen. Und zwar den dunklen Boshi. Der Skin ist eigentlich der beste Skin. Er spielt sich genau wie Boshi, hat auch die dreieckige Boshi-Hitbox. Nur seine Bullets sind viel größer. Der Vorteil davon ist, du triffst Bossgegner ein bisschen einfacher. Ist nicht ein großer Unterschied, aber es ist nett. Und es gibt noch einen dritten Raum im Preisraum, aber den dürfen wir nicht betreten. Den darf man nur betreten, wenn man es im Hard Mode durchspielt. Was ich sehr schade finde. Es gibt aber einen Cheat, einen kleinen Exploit, wie wir trotzdem da rein können. Ich habe leider vergessen, wie das geht. Man kann irgendwie den Save-File so glitchen, dass das Spiel denkt, du hast es im Hard-Mode durchgespielt. Dann kannst du ihn durch. Wir können es dann probieren, wenn ihr wollt. Mal schauen, ob es klappt. Aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Dementsprechend verlassen wir den Price Room und können hier wieder, wenn ich diesen Sprung schaffe, zurückkehren in den Teleportationsraum. Und haben jetzt auch hier alles unlocked, jede Stage, jeden Boss, Welt 1, Welt 2, Boss 1, Boss 2 und so weiter und so fort. Alles da, alles unlocked, wir können jetzt überall hin, auch hier natürlich, Final Boss, Final Path, 11. Welt und auch hier, den Teleporter haben wir freigeschalten, der Preisraum, zu dem wir jetzt auch immer zurückkehren können, wenn wir das wollen. Und natürlich Boss Rush. Ebenfalls etwas, was wir jetzt durchs Durchspielen freigeschaltet haben. Es ist recht selbsterklärend. Es ist einfach ein Boss Rush. Wir können jetzt gegen alle Bosse nochmal kämpfen. Tja, ich kann es mir nicht mal in meinen schlimmsten Träumen vorstellen, alle Bosse inklusive Solgrin back to back zu besiegen. Klingt wie ein Albtraum. Aber naja. Wer Lust hat, der darf. Okay, Nexus will nochmal reinjoinen. Diesen Wunsch erfüllen wir ihn jetzt einfach mal. Genau. Und damit haben wir eigentlich alles hergezeigt, was wir jetzt extra unlocked haben. Aber ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch. Was ich noch vielleicht erwähnen sollte in Welt 7, wenn mich nicht alles täuscht. Hoppala. Welt 7 war die Random-Welt. Genau. In dieser Welt gibt es einen geheimen Boss und eine kleine geheime Welt. Die ist aber sehr schwer und ich habe nicht vor, sie zu spielen. Vielleicht irgendwann, vielleicht packt mich irgendwann die Wollust auf die geheime Stage und den geheimen Boss.
Aber was ich gehört habe, soll der geheime Boss halt noch schwieriger sein als Solgrim. Und das klingt nicht nach etwas, worauf ich wirklich Lust hätte. Zumindest nicht für den Rest des Jahres, kann ich euch schon mal versprechen. Was ich euch auch versprechen kann, ist ein kleines Schmankerl. Wir gehen nochmal zurück zum Titelbildschirm. In der Zwischenzeit schaue ich mir kurz den Chat an. Kann man machen, muss man aber nicht. Und Nexus sagt, ich weiß, wie der Glitch geht. Oh, cool. Dann schreib es uns ruhig, dann können wir es probieren. Aber ich zeige euch noch etwas. Safe File 2, das ist unser Safe. 5161 Tode, ja, jetzt mit diesem Extra-Tod. Aber den zähle ich nicht. Hier habe ich es, glaube ich, mal auf Easy angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber Safe File 1 ist interessant. Denn, surprise, surprise, wir sind hier in einer Area, die die wenigsten Leute kennen. Top Secret Area. Nicht mal die größten Boschi-Fans kennen diese Area. Super Secret, exklusive Boschi-Facts gibt es nur hier bei BLB. Und auch diese exklusive Boschi-Area. Soweit ich das verstehe, war das eine geheime Area, die aber gecuttet wurde. Und aus irgendeinem Grund nicht mehr accessible ist im normalen Spiel. Man kann sich aber einen Save-File-Editor runterladen und dadurch eben seinen Starting Point, die Welt und auch seine XY-Koordinate genau definieren. Ihr erkennt schon am Hintergrund, wir befinden uns in Wirklichkeit in der Castlevania-Welt. Aus irgendeinem Grund existiert die Castlevania-Welt doppelt in den Files des Spiels. Wenn wir in diese kopierte Castlevania-Welt mit dem Save-File-Editor uns reinloaden und dann eine sehr spezifische XY-Koordinate wählen, was irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, 5 Screens unter der Map ist und irgendwie ein bisschen rechts, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe es damals auf YouTube, die Koordinaten gefunden. Dann sind wir in dieser Area. Die Cut Lost Boschi Area. Die wenigsten Leute kennen. Und hier gibt es einige sehr lustige Sachen. Zum Beispiel dieses Swirl, wo wir zu einem ebenfalls gecutteten Boschi-Boss kommen. Und zwar das Random-Fragezeichen. Ich habe es schon mal erwähnt, in irgendwelchen älteren Parts, dass es das gibt. Aber ja, hier ist es. Ursprünglich, hoppala, na, probieren wir es nochmal. Haben wir ein bisschen Spaß mit dem Ding. Ursprünglich an der Stelle in der Castlevania-Welt, wo man den Visor findet, mit dem man ja die Lebensanzeige der Bosse einblenden kann, da gab es diesen Boss. Da gab es so ein extra kleines Castle in irgendeiner Specific-Version, wurde eingefügt und dann später wieder rausgenommen, aus Gründen. Und da konnte man diesen Boss antreffen. Das heißt, der war mal in einer bestimmten Version schon im normalen Spiel erhältlich. Aber jetzt, ja, jetzt ist er hier in dieser gecutteten Bonus-Area. Ich habe keine Ahnung warum. Ich finde den Boss ganz nett. Und ich meine, wenn sich Solgrim schon die Mühe gemacht hat, diesen Boss zu designen, das ist doch kein schlechter Boss. Der geht voll okay. Der hat diese Attacke eben. Der hat diese Kreisattacke. Die Matrix-Attacke. Ja, das ist doch ganz nett. Aber ja, scheinbar nicht cool genug für den guten Solgrim. Naja. Jeder wie er will, sage ich da immer. Naja, wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal. Ich meine, wenn man es durchspielt, beziehungsweise, ah, okay, wenn man ihn besiegt, dann passiert nichts mehr. Dann explodiert er und das war's. Oh, ich muss nochmal online gehen. Das ist jetzt irgendwie entonlineisiert. Nochmal frisch connecten, dann kann auch Nexus hier sich safen in diese Area. Irgendwie connected es gerade nicht, oder? Connect deactivated, off connecting, connected, okay. Jetzt sollte ich wieder erscheinen in der Online-Liste. Das ist zu krass. Genau, ebenfalls gibt es hier den Hot Tub. Mal schon mal den Nexus, dass er reinjoinen kann. Und safen hier. Hier gibt es den Hot Tub. Passiert irgendwas? Nein, das ist einfach nur zum Chillen. Kann man mal chillen. Apropos, nehmen wir uns irgendeinen lustigeren Charakter. Wie zum Beispiel Agatha.
Lass wir nochmal die Agatha hier ein bisschen chillen. In dem Ding. Oder tanzen. Ist da unten irgendwas? Ja. Nichts. Ein endloser Fall. Irgendwann endet es. Ich glaube, irgendwann sterbe ich, weil die World Map dann aus ist. Ja. Ich glaube, wir befinden uns... Ah, okay, ja, das gibt's auch. Gut, Nexus. Das ist schon hergezeigt. Wenn wir nach links gehen, dann gibt's das hier, wo ich jetzt nicht safen kann als Agatha. Ist aber auch egal. Ja, hier hat man so eine kleine Challenge. So eine Spike-Dodge-Challenge. Ist ganz fun. Ich frage mich, warum das gecuttet wurde. Warum das nicht, keine Ahnung. Hätte ja vielleicht im Prize Room noch ein Teleporter sein können, wo man dann zu der Area kommt und diese Minigames halt spielen kann. Dieses Spike-Spiel und den Fragezeichen-Boss, wenn er schon nicht im normalen Spiel irgendwo ist. Oh, das ist schwierig. Ja, okay, Level 2 schon. Es wird halt immer schneller. Ist aber jetzt auch nicht sonderlich interessant. Dann hier oben, was war hier? Eine Musikbox. Ja, kann man halt ein bisschen Musik durchswitchen. Dann gibt es dieses Anime. Ah genau, das kann man, muss man einsammeln. Ist auch so eine Art Minigame. Ich weiß nicht genau, was der Sinn davon ist. Es macht Spaß, ja, aber ich würde sagen, genug davon. So, dann gibt es noch hier einen Teleporter. Ich glaube, der bringt uns dann auch schon wieder zurück zur Main Area. Oh, warte mal, ist da ein Secret, wenn wir drüber hinweg hüpfen? Gibt es da noch was? Oh, ja. Dieses Geheimeck. Das ist wohl das geheimste Eck von ganz Boshi. In der Secret Area, die Secret Area. Ja, wir sind wieder hier im Teleportationsraum. So viel zur geheimen Area. Und ich würde sagen, so viel zu Boshi. Außer, ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch den Hard-Owned-Cheat hinkriegen. Kannst du bitte den Spielstand irgendwo verlinken? Den will ich auch haben. Ja, das mache ich dann. Und ich schreibe dir dann auch einfach in die Beschreibung von diesem Video, wie man da hinkommt. Aber gut, probieren wir noch den kleinen Sonic-Glitch. Wie funktioniert das, Nexus? Ich muss einen Hard-On-Spielstand erstellen. Ist das richtig so? Hoppala, okay. Warte, dann machen wir mal. Dann starten wir ein neues Spiel. Habe ich jetzt wieder auf Load Game gemacht? Bin ich so geschädigt schon? Ich bin wirklich schon geschädigt, der Boshi-Kampf, nein. Aber kann man es irgendwie deleten? Mit Q oder mit Dings? Wie funktioniert denn das? Options? Vielleicht in den Options? Nee. Da definitiv nicht. Definitiv nicht die Options. Ah, warte, Delete. Delete auf Delete. Macht Sinn. Delete. Ja, den deleten wir jetzt mal. Okay, wir machen einen neuen Spielstand und machen ihn auf Hard On. Und jetzt? Und jetzt? Was ist, wenn wir jetzt das Spiel laden? Dann sind wir immer noch hier. Okay. Müssen wir vielleicht jetzt dann den Stand von hier laden und dann denkt er, es ist immer noch auf Hard On? Ist es das? Oder steckt da mehr dahinter? Ich habe das Gefühl, es war ein bisschen komplizierter als das. Aber wer weiß es schon, wer weiß es schon. Ich definitiv nicht. Probieren wir es mal. Prize Room. Dann F2 drücken. Und dann F3 drücken, wenn du in Hard On bist. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Bisschen nochmal von Anfang. Also ich erstelle einen neuen... Okay, hat jetzt nicht geklappt. Okay, nochmal. Step by step. Ich erstelle einen neuen Spielstand auf Hard-On. Ist das richtig? Dann F2 drücken. Und dann F3 drücken, wenn du in Hard-On bist. Okay. Ich lade jetzt Hard-On. Dann drücke ich F2. Und jetzt F3 und dann auf Change und das macht Sinn. Ich glaube, jetzt haben wir das Spiel vielleicht verwirrt. Ich glaube, jetzt haben wir es. Das könnte jetzt gut aussehen. Mal sehen, mal fühlen.
Nexus schreibt noch, und dann auf Change Character und dann easy geschafft. Ja, schau! Haha! Nice, ein Stein. Wir haben das Spiel getrickt und sind im letzten Raum, den wir eigentlich nicht accessen dürfen. Aber ich habe das Spiel, wie gesagt, ich habe es schon einmal auf Hardon durchgespielt, als ich noch so richtig in meiner Fangame-Phase war. Das heißt, ich darf das. Ich darf hier rein. Ich habe es schon mal, ich habe mir das Recht schon mal verdient vor vielen Jahren. Und wir kriegen Sonic. Und Sonic ist lustigerweise der einzige Charakter, der sich anders spielt. Und damit haben wir auch alle Charaktere, inklusive Solgrin und Sonic's the Name. Obwohl, einer fehlt uns. Der Ork. Den schalten wir frei, wenn wir den Secret Boss besiegen. Aber das habe ich, wie gesagt, nicht vor. Weil Sonic ist wesentlich schneller als alle anderen Charaktere. Und der hat auch Momentum. Der stoppt nicht, wenn ich die Taste loslasse. Der stoppt, wann er will, sozusagen. Und damit können wir jetzt, ja, die erste Area speedrunnen. Da können wir gleich, hoppala. Da können wir theoretisch, was machen wir, einen Save hier. Der kann auch viel höher springen, glaube ich. Da können wir gleich hier hoch, nein, das geht nicht. Aber man kann mit Sonic auf jeden Fall richtig viel Spaß haben. Das könnt ihr mir glauben. Gibt es eigentlich keinen Key, mit dem man zurück zur Teleportations-Area kann, einfach so? Bisschen schade, aber naja. Naja. Press online, achso, sorry. So, wieder connected. Aber ich würde sagen, das war's. Das war all the Boshi I have for you. Es gibt theoretisch noch zwei Dinge, die könnte ich herzeigen, aber nicht so schnell, die müsste ich vorbereiten. Und wie gesagt, das große Boshi-Versteckspiel ist immer noch so eine Sache, wo ich mir denke, könnten wir machen. Wenn wir genug Leute finden, die das interessiert, wäre es vielleicht lustig. Ich würde dann vielleicht machen bei einem Stream so eine Stunde Boshi-Versteckspiel und dann bei der zweiten Stunde spielen wir irgendwas anderes halt dann mal. Das nächste Spiel. Aber ich würde sagen, das Boshi-Versteckspiel, ah cool, gelayerter Sonic. Oder doppelter Sonic. Das ist cool. Sind wir die Sonic Bros. Ja, ich würde sagen, erstmal Pause von Boshi, weil es hat mich jetzt wirklich fertig gemacht, der Solgrim. Aber es war fun. Gutes Spiel. Gutes Ding. Ich würde sagen, Tschüssikowski, Baschnikowski. Kleine Sache will ich noch erwähnen. Genau, die zwei Dinge oder drei Dinge. Secret Boss und Secret Area ist ein Ding. Dann den alten Bomberman-Bosskampf, der dann durch Ganon replaced wurde. Der ist ebenfalls noch in den Game-Files. Und man kann ihn accessen durch den Save-File-Manipulator. Und das dritte ist eine sehr, sehr merkwürdige Area, wo man auf einem Vogel fliegt. Ich weiß nicht, was der Sinn von der Area ist. Wohl eine sehr schnell gescrappte Idee des Entwicklers. Aber ja, das sind alles Dinge, die könnte ich dann herzeigen im Zuge des Boshi-Versteckspiels. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt eine Boshi-Pause. Es war schlimm genug, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben es hinter uns. Ich kann nicht mal mehr richtig raiden, aber ich bin froh des Lebens. Der grüne Ork für einen Freund. Press online. Matkip fragt, corrupte deinen Spielstand, damit der Ork freigeschalten wird. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass man Characters unlocken kann. Dadurch. Das weiß ich nicht. Das war jetzt auch echt genug Boshi für ein Jahr. Dann sage ich brav, danke für die schöne Zeit und wünsche allen Beteiligten eine gute Nacht. Bitte Controller. Ah, stimmt, jetzt ist ja der Matkip's dran. Jetzt muss ich mir extra mit dem Bus noch hinterherfahren, damit ich ihm den Controller geben kann. Naja, okay. Aber wie gesagt, ziehen wir es nicht zu sehr in die Länge. Tschüssikowski, Baschnikowski, ciao mit sehr viel Wiedersehen. Bye bye, Bugadafes, und bis zum nächsten Stream. Was kommt als nächstes? River City Girls auf jeden Fall. Mit Matt gibt es auch irgendwas Cooles. Es wird cool. Tombi geht bald weiter, wenn wir mal wieder alle Zeit haben. Bis bald. Ciaosen, macht Pausen. Und wie immer, tschüss.